Hallo, ich meine lieben Freunde, und willkommen zurück zum Planet Coaster. Und zwar werden wir jetzt hier mal wieder die Zeit weniger machen, weil ich hatte die ganze Zeit ein bisschen schneller am Laufen. So, und ihr seht schon, wir müssen hier eine Inspektion anfordern und hier hinten bei dem anderen, glaube ich, auch. Inspektion anfordern, Inspektion anfordern. So, damit wir hier auf jeden Fall wieder in den Stand kommen. Okay, das haben wir, 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 das haben wir. So, das sollte jetzt hier alles laufen. Das Geschäft hier ist wieder geöffnet, so wie ich das sehe. Inspektion anfordern. Das Geschäft hier ist wieder geöffnet, ne? Wunderbar. Super. Und hier ist auch geöffnet. Boah, krass, wir haben jetzt noch ein Pressstiege. Die Attraktion und der Wert und eine und ein Fahrgeschäft für Gäste hat. Indem du das verbesserst oder die Szene in der Nähe ausbaust. Aha, okay, ja, da muss ich nochmal gucken. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall alles am Start. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall die beiden Kredite wieder zurückgezahlt. Das heißt, alles, was jetzt anfällt, ist ja im Prinzip für uns, ne? Also alles, was jetzt kommt. Die Schlangen sind hier so unglaublich krass lang. Ich werde jetzt hier nochmal schnell ein bisschen schneller machen. Hier muss ich mal wieder irgendwie öffnen. Okay. Hier der Pizzamann. Muss ich auch öffnen. Oder Hotdog vielmehr. So. Und jetzt sollten wir eigentlich relativ fix aus den Miesen kommen. Müssen wir jetzt mal gucken, ob das auch der Fall ist. So, hier das Ding ist auf jeden Fall immer voll besetzt. Das Ding ist immer voll besetzt. Und das hier hinten ist eigentlich auch immer voll besetzt, ne? Ja, okay. Alles klar. So, wir brauchen auf jeden Fall, wie viel Geld brauchen wir? Wir brauchen 1900. 1920 brauchen wir, um dieses Fahrgeschäft zu gewinnen quasi, also zu erkaufen. Und das Geld pendelt sich im Moment so ein bisschen hin und her. Deswegen überlege ich halt gerade, ob man vielleicht hier nochmal einen Weg hier rüber zieht, einfach so. Ob sich das lohnt. Oder vielleicht von hier darüber zieht oder so, ich weiß es halt nicht. Wir brauchen halt hier hinten noch irgendwie eine Attraktion, weswegen die Leute hier hinten halt auch hinkommen. So, das ist so das einzige Ding, was ich gerade sehe. Vielleicht sollten wir auch einfach, ich weiß nicht, wenn wir jetzt nochmal einen Kredit aufnehmen würden, wäre es halt doof. Wir können jetzt natürlich nichts mehr forschen. Plus 97, sehr gut. Forschen. Familienfahrgeschäft, warte mal, was können wir denn da? Fahrgeschäft. Ja, das ist ja so ein Familiending. Eine Achterbahn wäre halt übertrieben nice. Die kosten so viel. 3000, die kann ich mir ja niemals leisten hier. 3000 und die hier, das Ding kostet 1000. Das Ding würde ich halt ganz gerne hier irgendwie hinstellen. Das Ding würde ich halt ganz gerne hier hinstellen. Und zwar hier so. Ne, wobei, so könnten wir das halt hinstellen. Nur ich habe keine, nicht genug Geld dafür. Das ist so das Problem. Ich will jetzt halt eigentlich ungerne. Möchte ich jetzt. Pausiere das Spiel mal kurz.
Wir könnten natürlich wieder ein Darlehen von 2000 aufnehmen, um das zu kaufen. Wie viel kostet das? 1920. Hat halt einen großen Spaßfaktor, größer als den und größer als den von hier, glaube ich. Ja. Und die Leute würden halt Schlange stehen. Andererseits haben wir ja schon drei Fahrgeschäfte und ich würde halt echt gerne so eine Achterbahn halt haben. Wo die Leute dann halt auch nochmal Spaß hätten im Prinzip. Aber ja, wesentlich mehr Spaß. Das heißt, wenn wir jetzt einen Kredit von 3000 aufnehmen würden, rein vom Ding her, könnten wir uns das Tier eh noch nicht leisten. Das heißt, wir müssten wieder einen von 3000 und von mindestens 1000 aufnehmen, um uns das leisten zu können. Das andere ist halt, wenn wir den Kredit gezahlt haben, vielleicht kriegen wir ja dann mehr wieder raus und kriegen den Kredit halt schneller zurückgezahlt. Lass uns das einfach mal probieren. Ich nehme jetzt hier einen Kredit von 3000 und von 1000. So, jetzt haben wir 4000 insgesamt. Kaufen uns jetzt hier The Madness. The Madness sollte ja hier ursprünglich mal hin. Aber hier finde ich das dann wiederum alles etwas zu voll. Ich packe die Achterbahn hier hinten hin. Und zwar so, dass die Leute halt hier auch hinkommen. Weil die wollen ja hier zu dieser geilen Achterbahn. Deswegen packe ich die Achterbahn. Hier so ein bisschen abseits. Da packen wir die Achterbahn hin. So, und jetzt definiere ich... Ach scheiße, ich muss den nochmal drehen. So. Ja, machen wir den Eingang hier hin. Das ist ja alles kein Problem. Schieben wir aber noch ein bisschen näher hier ran. Vielleicht auch ein bisschen näher hier rüber. Machen wir den Eingang hier einfach hin. So. Zack. Dann sagen wir, wo der Eingang hin soll. Der Eingang kommt dahin und der Ausgang kommt hier hin. Jetzt müssen wir noch den Eingang platzieren. Halt mit dem Geld ein bisschen aufpassen. So. Perfekt. Jetzt muss ich halt nur noch einen Weg für den Ausgang haben. Der Ausgang. Ausgang lege ich dann hier einfach raus. Zack. So, dann haben wir das auf jeden Fall hier schön umbaut. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann nehme ich mir hier den Baum nochmal und setze hier nochmal so einen Baum hin. Und hier zwei Bäume. Dann packen wir hier nochmal ein paar Sträucher hin. So, damit das hier auch alles so ein bisschen schöner aussieht, ne? So ein paar Bodendecker gehen ja immer irgendwie. So, hier nochmal vielleicht so einen Stein hin. So einen etwas größeren. Zack. Hier könnten wir vielleicht auch nochmal... Hier könnten wir vielleicht auch nochmal so eine Statue oder sowas hinbauen. Guck mal, hier ist der Spaßfaktor, Leute. Warte mal, was haben wir hier noch? Ne, so eine Hütte will ich nicht. Was können wir hier noch hinbauen? Hier so ein Dino. Eieiei, ne. Lampe brauchen wir gerade nicht. Ne. Was können wir denn hier hinbauen? Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt.
viel Geld habe ich auch gar nicht mehr. Vielleicht setzen wir dann das doch da einfach hin. Ja, das sieht nicht cool aus. Ja, vielleicht setzen wir den dann doch dahin einfach. Als Attraktion, so dass die Leute auch hier hinkommen, so. Guck mal, da haben wir das auf jeden Fall hier am Start. Jetzt müssen wir hier nur einmal, was müssen wir jetzt hier machen? Testen. So, ich mach mal weiter, damit wir hier auch Geld reinbekommen. Jetzt testen wir die Achterbahn. Ich setze mich da auch gleich mal rein. Zack. Und fahr mal mit. Oh ja, die Zeit ist ein bisschen schnell. Warte mal, warum... Zeit mal runterstellen hier. Gerade mal gleich ein paar Errungenschaften bekommen, weil ich eine Achterbahn jetzt am Start habe. Und da sitzen wir jetzt auch glatt mal drin. Hier sitzen schon die Mitfahr-Dummies. Die Beta-Tester quasi. Ah! Hilfe! Sehr nice. Schöne Achterbahn. Schöne Achterbahn, Leute. Gefällt mir. Schön mit dem Looping. Jawoll. Wunderbar. Und nochmal um die Kurve. Ein bisschen runter. Ein bisschen um die Kurve. Und dann sind wir auch, glaube ich, schon fast wieder da. Nee, noch ein bisschen. Hier wird erstmal gebremst, damit wir hier nochmal schön um die Kurve können. Und dann sind wir schon angekommen. Perfekt. So, und dann starten wir das Ganze. Öffnen wir. Und wir haben eine Errungenschaft. Wir haben Belohnung. Wir kriegen 1000 Belohnung, weil wir eine Achterbahn gebaut haben. Das ist doch mal was, Freunde. Das ist doch mal was. Mega, mega gut. Wie viel zahlen wir dafür? Wir zahlen hierfür mal 12,50 als Einstiegspreis. Gar keine Frage. Und ich sollte vielleicht auch schon mal gleich, kann ich das hier noch nicht? Auslöser bearbeiten. Kann ich hier noch keine Premium Pass aktivieren? Premium Pass. Den machen wir hier hin. Und den Ausgang packen wir hier hin. Und dann verbinden wir das Ganze nochmal ganz entspannt. Ich glaube, das ist mitunter einer der besten Wege, die ich gebaut habe bisher. Na, alle müssen hier die Schleife laufen. Und wir haben hier die Möglichkeit, einfach geradeaus durchzulaufen. So, hier stehen sie jetzt natürlich alle an. Jetzt so langsam kommen die ganzen Leute hier auch rüber. Denken sich aber so, ach, was denken die? Ist zu teuer oder was? Eintritt, zu hoher Eintrittspreis. Ja gut, dann lassen wir den erst mal bei. Ja, wobei, einige gehen da jetzt auch schon rein. Ich lasse den einfach mal bei. Ich mache den einfach mal zu 12. Bei 12 mache ich den mal. So, einige Leute gehen jetzt hier schon rein. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Was denken die sich? Boah, ist das ekelhaft. Da hat sich jemand übergeben. Alles klar. Man sollte Erbrochenes wirklich sauber machen. Wo ist denn hier Erbrochenes? Ich laufe mal ein bisschen die Wege hier ab. Ja, hier ist natürlich so richtig viel los, ne? Vielleicht sollte ich die ganzen Wege auch noch mal ein bisschen updaten, sag ich mal. Oder verbessern zumindest. Aber, Fahrgeschäft ist kaputt. Was ist, welches ist kaputt hier? Ist das hier? Nee. Das ist Infinity Python. Ist der hier, oder? Ja, da ist aber ja, glaube ich, schon ein Techniker direkt am Werke. Jetzt muss ich nur nochmal meinen Plan überarbeiten. Personal, Dienstplan. Bearbeiten. Da soll ja jetzt auch das hier mit dazu. Die Achterbahn gehört ja jetzt mit dazu. Arbeitsplan speichern. Ein Fahrgeschäft. Ne, das hier gehört dazu. Plus das hier. Plus das hier. Und plus das hier. Das ist der Technikplan.
So, habe ich alles, ne? Ja. Zack, speichern. Putzplan, Technikplan. 4 Fahrgeschäfte. Genau, so. Das waren die Techniker. So, langsam tümmeln sich hier auch die Leute an. Und das Gute ist, glaube ich, wenn sie hier rausgehen, dass sie hier auch gleich so ein bisschen was am Start haben. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier. Düpp, düpp, düpp. Was wollte ich ja nochmal kurz hier? Fahrgeschäfte, wie viel kostete das nochmal? 1000. Das werden wir aber dann in der nächsten Folge machen, weil ich sehe schon, Leute, die Folge ist hier schon leider wieder zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Um 16 Uhr geht's weiter. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich super freuen. Und wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.